Hallo, herzlich willkommen bei der Meet 2022. Ich darf auch ganz herzlich Herrn Christoph Rosenberg begrüßen von der Firma Lightpower, der heute über das Tracking-System SecTrack sprechen wird. Vielen Dank und viel Vergnügen. Hallo, schön, dass ich da sein darf und Ihnen, euch heute ein bisschen was über SecTrack erklären darf und vor allem auch mal die Idee zu geben, was das Ganze ist, wer es vielleicht noch nicht gehört hat. Und ich würde gerne mit einem kurzen Video anfangen, wo so ein paar Zusammenschnitte von unterschiedlichsten Einsatzzwecken drinnen sind, dass man mal so eine kurze Vorstellung von dem bekommt, was das Ganze denn überhaupt einmal ist. Ja, das Video gibt uns so einen kurzen Überblick von aktuell laufenden Shows und Sonstiges, wo das SecTrack-System schon im Einsatz ist. Ich wechsle da nur kurz in unsere Präsentation zurück. Das heißt, SecTrack ist ein radiobasiertes Funk-Tracking-System für die Bühnentechnik. Was bedeutet Funk? Das heißt, wir haben hier, so wie in unserem System erinnern, Funkantennen, die rundherum montiert werden. Komme ich dann vielleicht nachher noch ein bisschen genauer darauf zu. Und diese Antennen ermöglichen es dann, einen kleinen Sender, ist circa so groß, dann dieser Sender wird an der Person montiert und dieser kleine Sender
bekommt dann eine Ortschaft, einen Ort, wo ein Licht, ein Ton oder ein Video sein kann. Das heißt, SEC3G ist jetzt nicht nur dazu da, Scheinwerfer irgendwo hinzubringen. Wir sind mit sehr vielen Protokollen miteinander verknüpft. Das bedeutet, es ist eine multimediale Lösung für Licht, Ton und Video, wobei man ganz entscheidend dazu sagen muss, von der Technologie her ist die Genauigkeit bei nur unter Anführungszeichen 10 cm. Das ist das, was die Technologie ermöglicht. Das heißt, im Vergleich zu einem Kamerasystem zum Beispiel sind pixelgenaue Anwendungen bei Videogeschichten nicht möglich. Ganz wichtig. Wenn man sich überlegt, im Licht-Ton-Bereich und vielleicht im Effektbereich Videos und sonstiges, sind diese 10 cm weitgehend ausreichend. Ich muss mich gleich entschuldigen, ich bin ein bisschen Jetlag. Ich komme direkt von der LDI, von der Lichttechnikmesse aus Las Vegas, wo wir unser neues Produkt, komme ich dann auch gleich noch später darauf zu, präsentiert haben. Kurz zu den Basics. Das schon kurz angesprochen, wie funktioniert das Ganze? Wir brauchen, um unsere Position bestimmen zu können, irgendwelche Anhaltspunkte, irgendwelche Fixpunkte im Raum. Und das sind unsere Antennen. Die Antennen werden um die zu deckende Area verteilt, müssen aber jetzt nicht, also man muss nicht unbedingt innerhalb dieses Bereiches sein. Man kann den Bereich auch verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt unter dem Anker durchgehe zum Beispiel und hinausgehe aus der Zelle, funktioniert das Tracking natürlich weiter. So wie wir es jetzt hier sehr schön sehen in diesem Bild, ist dreidimensionales Tracking nur möglich, wenn ich Antennenpositionen unten sowie auch oben habe. Und jetzt kommt das etwas Faszinierende, in unserer Branche ist es total schwierig, auch in dem Bild hier, Grafiker hat es auch nicht so mit Asymmetrie, aus funktechnischen Gründen hätten wir gerne diese Antennen so asymmetrisch wie möglich verteilt. Das klingt jetzt relativ einfach, jeder Licht- und Tontechniker, wenn man dem einmal sagt, bitte hängen wir mal einen Scheinwerfer asymmetrisch auf eine Bühne, der wird sie auslachen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Ja? Viele probieren es dann, ja, ich habe jetzt den Scheinwerfer oder den Anker in dem Fall 10 cm nach links bewegt, jetzt ist es asymmetrisch. Nein, wir reden wirklich davon, Asymmetrie herzustellen. Einer in der Mitte, einer an der Kante, einer oben, einer in der Mitte. Hat einen gewissen Grund, weil von der Antenne aus gesehen zum Tracker empfange ich eine Kugel. Habe ich jetzt zum Beispiel so wie in diesem Rig hier, das gezeichnet ist und ich stehe genau in der Mitte, bekomme ich zum Beispiel aus den Eckpunkten 4 exakt gleich lange Distanzen. Ja, das funktioniert, aber gut ist es nicht. Es ist immer besser, so viele wie möglich unterschiedliche Distanzen zu haben, dass mein Schnittpunkt viel genauer wird. Das heißt, diese sogenannte Rauschkugel, die da entsteht mit gleichen Distanzen, ist größer, als wenn man unterschiedliche Distanzen hat. Das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, so ein Setup herzurichten, weil man natürlich sich schon im Vorhinein darüber Gedanken machen sollte. Nicht erst, wenn man dann dort ist und vielleicht kommt, in einer Stunde ist Show, jetzt fange ich erst an, mir Gedanken zu machen. Nein, so wie jedes Steuersystem, sage ich jetzt einmal, braucht es auch hier eine gewisse Vorbereitung und ganz besonders wichtig, jemand, der sich darum kümmert. Es ist nicht so, dass unser System kann sehr viel automatisch, trotzdem muss immer jemand da sein, wenn mal was nicht funktioniert, der sich damit auskennt und weiß, was zu tun ist. So wie mit jeder neuen Technologie ist es nämlich immer sehr einfach zu sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert in dieser Kette, und ich erkläre dann auch gleich noch die Kette, das ist einfach immer die neueste Technologie, die ist schuld. Ja? Was meine ich mit Kette? SEC3G, gerade im Lichtbereich, integriert sich immer in die eigene Lichtkonsole. Sprich, man muss nicht eine neue Oberfläche lernen, nicht ein neues Mischpult lernen. Uns war es immer sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Konsole, die Sie daheim haben oder im Theater oder wo auch immer haben, weiterverwenden können. Das heißt, wir müssen irgendeine Verbindung herstellen von der Konsole zu uns. Das passiert über Streaming, ECN oder Artnet. Diese beiden Möglichkeiten gibt es im Lichtsteuerprotokoll. Das bedeutet, SEC3G wird einfach wie ein Fixture mitprogrammiert. Das heißt, ich brauche aber auch nicht dezidierte Lampen mir auszusuchen, die jetzt eine Tracking-Lampe sind, ganz und gar nicht. Ich kann das nämlich immer intuitiv in der Queue entscheiden, ist das jetzt eine Lampe, die trackt in dieser Queue oder nicht. Und das ist das Tolle und Flexible, das heißt, man braucht nicht irgendwas Neues lernen, sondern man kann das verwenden, wo man eigentlich schon geübt ist. Und das ist das sehr Praktische. In der MA-Welt wird es mit einem Child-Fixture integriert, ETC hat auch diese genau die gleiche Logik. Es ist wie ein Fixture anzugreifen. Ja?
von Shows her, weil ich das auch sehr oft höre, es ist was Neues, funktioniert denn das überhaupt? Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben von Bildern und Sonstiges, die auch die unterschiedlichen Einsatzzwecke zeigen, dass man vielleicht von dem Gedanken wegkommt, wir ersetzen einen Follow-Spot. Und das möchte ich ganz aktiv betonen, darum geht es nicht, uns geht es nicht darum. Dieser klassische Follow-Spot von vorne, der sehr hartnäckig sich in unserer Lichtbranche hält, ist etwas, der, sagen wir mal so, sehr alt eingesessen ist und keinen Fehler verzeiht. Ja? Jeder kennt das, ein guter Follow-Spot-Fahrer kennt die Show in- und auswendig, der weiß den nächsten Schritt des Schauspielers. Wenn er das weiß, ist der Follow-Spot einwandfrei, der kennt seine Show. Allerdings steckt natürlich ein Mensch dahinter. Das heißt, wenn der Mensch müde ist, schlecht gelaunt, möglicherweise irgendwie beeinträchtigt, schaut es plötzlich nicht mehr so gut aus. Das Tolle ist, an einem automatisierten Follow-System, wenn es mal programmiert und eingerichtet ist, außer es passiert natürlich ein Fehler, das kann natürlich immer sein, schaut das dann jeden Tag exakt gleich aus. Das ist nicht abhängig von der Person, die sitzt. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist jetzt für mich kein Unterschied, ob die Person jetzt direkt am Scheinwerfer steht oder zum Beispiel so eine Remote-Lösung benutzt. Es ist immer abhängig von der Person. Und das ist das, was ein automatisiertes System wegnimmt, weil wir sozusagen die menschliche Arbeit, die menschliche Aufmerksamkeit in der Bedienung wegnehmen. Wir brauchen aber natürlich jemanden, der das System überwacht. Ja? Und ganz wichtig auch, ganz oft gesehen, es wird gemeinsam eingesetzt. Ja? Das ist auch eine sehr schöne Kombination, zum Beispiel in der Sydney Opera House, wo ich selbst dort war, die wollten einen Headshot haben mit dem Verfolger. Wo wir gleich gesagt haben, aus Tracking-Gründen, schauen Sie, Ihre Tracker sind auf den Schultern zum Beispiel, wenn Sie den Kopf bewegen, kriegt das Tracking-System gar nicht mit. Somit kann es technologisch gesehen gar nicht funktionieren. Was haben Sie dann gemacht? Sie haben für diese Szenen, wo Sie das gebraucht haben, den manuellen Follow-Spot dazu genutzt. Und die 20 Fixtures, die hinten Backlight, Sidelight, Kopflicht gemacht haben, die sind über Sektrack gelaufen. Das heißt, man muss sich so ein bisschen von der Kreativität lösen und so diesen klassischen, ich habe nur einen einzelnen Scheinwerfer auf diese Person. Was wir auch hier sehr schön in diesen Bildern jetzt sehen, wo wir durchgehen möchten, ist, es ist für Effekte. Ja? Da ich das in meinem Mischpult mitprogrammiere, das ist kein nur weißes Licht ohne Gobo. Sie können ein Gobo drinnen haben, eine Farbe, eine Muster, was auch immer, Beam-Effekte. Sie können plötzlich mit Ihren Sharpies, wenn Sie einen Beam-Effekt haben, plötzlich auf eine gedreckte Person kommen. Wir haben das im Video kurz gesehen, Hugh Jackman war damit auf der Tour, Wolverine, kennt glaube ich jeder, der hat so ein Spiegelkugelhemd angehabt. Die Tracker müssen nicht gesehen werden, das heißt, das war in der Bekleidung versteckt. Der ist dann auf einem Laufsteg rausgelaufen und hinter ihm waren, ich weiß nicht wie viele, ich glaube irgendwelche 100 Beamlampen. Und diese Beamlampen sind dann auf ihn runtergekommen. Er hat sich das Jackett runtergerissen mit einem Spiegelkugelhemd drunter und ist als menschliche Spiegelkugel auf dem Laufsteg gelaufen. Grenzgenialer Effekt, ohne Tracking nicht möglich. Bands, alte Geschichten, jeder kann sich noch an die ACL-Sätze erinnern, dass es gerade dieses Effektlicht ist dasjenige, was die Aufmerksamkeit, die Augen steuert. Heutzutage haben wir sehr komplizierte Shows. Das ist zum Beispiel Lion King im Disneyland Paris. Die haben ein Sektrack Pro-System, kommen wir dann auch noch zu den Unterschieden. Die verwenden keinen Follow-Spot mehr, die haben alles getrackt. Ja, die haben bis zu 25 Leute gleichzeitig getrackt auf der Bühne mit wirklichen Effekten, die unglaublich sind. Dadurch, dass wir in der Konsole integriert sind, kann man auch ganz einfach zum Beispiel einen Effekt, einen Circle, was auch immer, mit dem Tracking mischen. Das heißt, um meine Position geht dann zum Beispiel ein Circle-Effekt rundherum. Die Technologie an sich ist da. Oft muss man aber allerdings zuerst verstehen, wie funktioniert das Ganze. So wie Sie auch mich jetzt sehen, ja, ich gehe da mal kurz vor, mich verfolgen die zwei Backlights da hinten die ganze Zeit. Ja, die sind jetzt, sitzt jetzt keiner an der Konsole, das heißt, die sind jetzt nicht angepasst in ihrem Bewegungsverhalten, weil das sind alles Dinge, die man mitprogrammieren kann. Ich muss ja irgendwie dem System sagen können, was will ich von dir? Das ist genauso, wenn man Proben mit einem Follow-Spot-Fahrer macht, der muss auch genau wissen in der Situation,
Ist das jetzt schnell? Ist das jetzt langsam? Was passiert da? Bei uns ist es so, dass wir einige Features haben, womit wir sagen können, was wollen wir denn von dem System? Wollen wir etwas Agiles, was sich schnell bewegendes, was schnell reagierendes? Wie zum Beispiel eine Situation mit Tänzern, Kampfszenen, was auch immer. Oder wollen wir etwas Ruhiges, Beruhigendes haben? Stellen Sie sich vor, einen Singer, einen Sprecher, der ruhig auf der Bühne steht, ruhig mit einem kleinen Bereich und sich aber so wie ich jetzt dauernd bewegt. Und der hätte jetzt hinten ein Kopflicht drauf mit ein bisschen Häs, dann würde man jetzt jede dieser kleinen Bewegungen in dem Kegel drinnen sehen. Das will man nicht. Man will dann, wenn ich weggehe, dass die Lampe natürlich mit mir mitfährt, aber ich möchte auf keinen Fall, dass ich jede einzelne kleine Bewegung von meiner Schulter in diesem Beamlight sehe. Und diese Sachen haben wir erkannt und in sogenannte Kontrollkanäle implementiert, die ich aber pro Tracker, also pro diesem kleinen Gerät einstellen und mitprogrammieren kann. Das heißt, ich kann genauso, wie man mit Follow-Spot-Fahrern probt, kann ich das genauso hier in der Queue mitspeichern. Ganz besonders geht das natürlich mit Timecode-Shows, so wie man es hier sieht im Disneyland in Lion King, wo natürlich eine sehr effektvoll gestaltete Show mit gekreuzten Beams und sonstiges möglich ist. Die jetzige Technologie ermöglicht es uns auch gerade, sehr kleine Systeme zusammenzubringen. Das heißt, ZackTrack umfasst im Moment 3 unterschiedliche Produkte, nämlich Pro, Smart und Mini. Mini ist jetzt unser neuestes Produkt, hat jetzt auf der LDI letzte Woche Weltpremiere gefeiert, möchte ich dann nachher noch dazukommen. Das Mini ist für kleine Applikationen gedacht, mit einer Größe von 15x15 Meter. Smart, unser nächst größeres System, 30x30 Meter. Und das Pro ist ein etwas projektbasierendes System, was bis zu einer Stadiongröße aufgemacht werden kann. Das Schöne an dieser Technologie ist, haben wir schon gehört, wir haben eine Genauigkeit von 10 cm. Das heißt, wenn jetzt dieser Anker hier irgendwie leicht verstellt wird, ja, also zum Beispiel dieser hier, der wird jetzt leicht bewegt, so, mein Tracking funktioniert trotzdem immer noch. Das ist das Coole im Vergleich zu zum Beispiel einem Kamerasystem. Das Kamerasystem ist natürlich viel genauer, keine Frage. Wenn man allerdings bei einer Kamera mal so eine Verrückung oder so ankommt, ist der ganze Pixel-Shift im Eimer und man muss es neu kalibrieren. Kalibrieren. Bei unseren Systemen, bei Mini und Smart, haben wir eine Autokalibrierung. Das heißt, wir haben ja vorher gesagt, wir müssen im Raum wissen, wo sich diese Antennen befinden. Das ist das Coole, die kalibrieren sich selbst. Das heißt, man hängt das Ganze auf, drückt einen Knopf und wenn man alles richtig gemacht hat, hat man nach circa einer Minute ein fix fertiges Tracking-System. Komme ich auch noch gleich zurück und zeige das dann auch gleich live her. Große Touren zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben, haben meistens ein gepreptes Rig. Das bedeutet, wer mit dem Begriff nichts anfängt, dass die Scheinwerfer zum Beispiel fix auf einer Trasse montiert ist und diese ganze Trasse wird dort eingehängt und ausgehängt und landet dann im LKW. Das heißt, jeden Tag, wenn so eine Tourshow, wird dieses Rig, Pi mal Daumen, exakt gleich aufgebaut. Das bedeutet aber auch, wenn dann dort auf dem gepreppten Rig ein Anker hängt, der hängt jeden Tag auf der genau gleichen Stelle, vielleicht 1-2 Zentimeter, muss man im neuen Showort das gar nicht mehr einmessen, weil es ja eh wieder genau gleich aufgebaut ist. Und das macht die Sache sehr schnell und vor allem auch sehr einfach zu verwenden, weil wenn man es einmal gut gesetupt hat, funktioniert das auch einfach. Was sind die größten Probleme eines Funk-Tracking-Systems? Ja, wir verwenden eine Frequenz von 6,5 GHz mit UWB, Ultra Wideband heißt das, also eine sehr hohe Bandbreite mit einer sehr geringen Energie. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel dann ein Funk oder sonstiges mal in diese Frequenz hineinkommen würde, ein Kamerafunk, ein WLAN oder sonstiges. Die verwenden normalerweise viel kleinere Bandbreiten mit mehr Energie. Ja, das heißt, das kommt sich nicht in die Quere. Trotzdem, wer sich ein bisschen mit Funktechnik auskennt, was schildert Funk am besten ab? Wasser. Wasser ist für Funk ein ziemliches Problem.
Das heißt, wenn ich jetzt diesen Trecker sehr gut in Wasser einschließe und unser menschlicher Körper ist ein super wasserführendes System, das heißt, wenn ich den jetzt fest hier einschließe, werden die Lampen mich verlieren, sie dimmen dann automatisch aus und gehen in die Home-Position zurück. So, ich habe jetzt extra nur das Backlight hinten, dass ich sie nicht blende mit einem Frontlicht. Wenn ich das dann wieder aufmache, dauert das ein paar Sekunden, bis es wieder gefunden wird. Die Lampe fährt auf die Position und dimmt wieder ein. Das haben wir implementiert. Was heißt das jetzt in der Praxis? In der Praxis heißt das, ich muss versuchen, dieses Ding nicht irgendwie komplett abzuschilden. Was bedeutet das? Wenn ich alleine auf der Bühne bin, ist es relativ egal, wo ich diesen Trecker am Körper montiere, weil es wird rundherum niemand das Signal stören. Wenn ich dann zum Beispiel den auf dem Gürtel montiert habe und dann ist plötzlich eine Szene, wo, weiß ich nicht, 20 Leute auf die Bühne kommen und sich alle umarmen, schirmen diese Leute natürlich dieses Signal ab. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn man das im Vorhinein weiß, kann man das auf der Konsole auf dem Lichtpult mit abfangen, indem man eine Einstellung ändert und das Licht sozusagen dort einfriert. Dann kann man dort das Signal verlieren und das Licht wird nicht wackeln oder sonstiges, es wird dort stehen bleiben. Die andere Möglichkeit ist, man überlegt sich schon im Vorhinein, bevor es zu einer solchen Situation kommt, wo kann ich an den Menschen den Trecker möglichst gut platzieren, damit er nicht abgedeckt wird. Da ist ein bisschen die Kreativität und vor allem auch die Vorbereitung gefragt. Bei der Kylie Minogue, die man zum Beispiel im Video gesehen hat, das darf man jetzt nicht laut sagen, war es zum Beispiel im Haarteil versteckt. Die hat da so ein bisschen mehr Haare noch hinten, ein bisschen dazu. Und da haben wir hinten, hat es den Trecker drinnen gehabt. Grenzgenial. Sieht kein Mensch, wird nie abgedeckt, der Trecker, weil das ist, kommt ganz selten, dass sich irgendjemand über den Kopf drüber schmeißen würde. Perfekte Situation. Dann sagen wir natürlich, desto höher, desto besser. Das heißt, am menschlichen Körper Schulterbereich, ja, vorne, hinten. Wenn man Kostüme hat, kann man normalerweise sich einfach Kostümtaschen einnähen lassen, wo man dann diesen Trecker hineinsteckt. Das ist aber wiederum ganz wichtig in der Vorbereitung. Wenn man sich darum keine Gedanken macht und dann steht man mit dem Trecker da, wo montieren wir den? Jetzt steckt man in die Hosentasche. Wie ich bereits gesagt habe, ja, das kann funktionieren. Man muss allerdings aufpassen, was passiert rundherum. Oder, habe ich auch schon erlebt, auf der Innenseite von Oberschenkel montiert worden. Sie lachen, aber verstehen nicht das Problem. Der ist dann plötzlich so gestanden und hat die Beine geschlossen. Weg war das Signal. Ja? Da muss man sich wirklich im Vorhinein Gedanken machen. Ja? Das Schöne ist, um die Redundanz zu erhöhen, kann man mehrere Trecker auf der gleichen Person zu einem Trecker verschmelzen. Das macht man in unserer Software, die ist auf einem Tablet. Das heißt, für Setup-Zwecke und sonstiges verwendet man unsere Software. Das heißt, man kann dann aus zwei Treckern zum Beispiel wieder einen machen. Was bringt das für Vorteile? Stellen Sie sich einen Balletttänzer oder eine Balletttänzerin vor und die hat jetzt auf einer Schulter einen Trecker. Wenn die jetzt eine Pirouette dreht, macht dieser Trecker natürlich so eine Kurve. Was würde das Licht machen? Würde natürlich auch diese Kurve machen. Wenn wir jetzt zwei Trecker auf ihr montieren, werden die gemerged. Der Mittelpunkt ist dann plötzlich die Drehachse. Wenn sie sich jetzt dreht, bleibt die Lampe fix stehen, weil die Drehachse hat sich ja nicht geändert. Das heißt, das sind so Dinge, über die muss man sich Gedanken machen. Das Schöne ist dann auch, wenn man zwei Trecker hat und man verliert einen, die Logik erkennt das, bleibt das Licht trotzdem bei mir. Wenn ich natürlich beide gleichzeitig verliere, ist es immer ein Problem. Das heißt, das ist einfach eine Methodik, um die Redundanz zu erhöhen. Das machen alle Funksysteme. Wenn Sie Ihr iPhone anschauen, das nehme ich immer als super Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ja, das iPhone zum Beispiel hat drei WLAN-Antennen, nämlich eine hier oben und eine hier unten. Das heißt, vielleicht ist es immer aufgefallen, wenn man das Handy ganz speziell hält, nämlich so, hat man plötzlich keinen WLAN-Empfang mehr. Das ist sicher Ihnen schon mal unbewusst passiert und dann denkt man sich, hä, wieso habe ich jetzt kein WLAN mehr? Dann nimmt man es in die Hand, plötzlich ist das WLAN wieder voll da. Das heißt, diese Problematik ist Physik. Da kommen wir leider nicht drum herum. Das heißt, wir müssen, wenn wir versuchen, das auch zu erklären und den Leuten ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was heißt denn das? Was muss ich beachten? Und da sind dann Sie auch gefragt, als Integratoren, Techniker, Benutzer oder sonstiges, dieses Verständnis mal dafür zu haben, was kann die Technologie für mich machen, was kann sie nicht. Und das Schöne ist, da wir ein Funktracking-System sind, interessiert uns nicht, ist es sichtbar, nicht sichtbar, gibt es einen Nebel, gibt es Konfetti, alles uninteressant. Interessant ist es nur, wenn Sie jetzt zum Beispiel in einer schweren Metallkiste plötzlich drinnen stecken und dann trecken wollen. Brauche ich hoffentlich nicht näher erklären, also Metall schirmt natürlich das Funksignal relativ gut ab. Das heißt auch in Bühnenbildern, wo sehr schwer Metallkonstruktionen gemacht werden, hat man durchaus Probleme. Ja, ist so.
lügen wir auch nicht. Wir wollen immer ganz offen und ehrlich sein. Gerade mit Mini, wie gesagt, komme ich später dazu, wird es auch eine Möglichkeit jetzt dann geben, einfach zu sagen, ich möchte es testen. Das heißt, ich denke, das Mini-System wird auch sehr schnell in einigen Vertrieben zu mieten sein, dass man das Ganze mal ausprobiert, weil das Schöne ist, durch unsere drei Produkte hindurch ist immer die gleiche Software und die gleiche Tracking-Qualität. Das Einzige, was sich ändert, sind die Rahmenbedingungen, wie viele Tracker, welche Größe etc. Und wir können natürlich in jeder Atmosphäre durchgehen, verschiedenste Szenarien herstellen mit Dingen, die plötzlich nicht möglich waren. Von Follow-Spots an den unmöglichsten Positionen. Man braucht keinen Menschen mehr dorthin bringen oder eine Kamera, die dorthin sieht. Man kann einfach jede Lampe nehmen, die in seinem Rig verfügbar ist. Kommen wir, jetzt habe ich sehr viel über das Licht gesprochen, zur sehr großen und anderen Anwendung. Ich möchte euch dann alle herzlich einladen. Heute ab 16.15 Uhr, glaube ich, haben wir die Möglichkeit hier drinnen hands-on. Das heißt, wir können live mit Ihnen gemeinsam Dinge testen, ausprobieren. Ich zeige Ihnen, wie man es aufbaut, wie man es setupt. Da haben wir ab heute 16 Uhr Zeit, 16.15 Uhr. Und wir werden dann mit dem neuen Minisystem hinten am D&B-Stand beim Soundscape, werden wir das auch kurz präsentieren. Ich weiß nicht, ob wir das heute oder morgen machen, müssen wir sich schauen, wie es ausgeht. Weil wir können natürlich nicht nur Licht, sondern auch Ton und Video bedienen zur gleichen Zeit. Ganz wichtig. Das heißt, ich kann jetzt genauso meine Position mit OSC, das ist das Open Sound Control Protocol, ausgeben lassen und dann ein Soundscape zum Beispiel von D&B oder von L Acoustics, Lisa, jeder Hersteller hat da seinen eigenen Namen, macht nichts anderes, als dass die aktiv die Soundquelle mit der Maus verändern, um ein Panning oder ein Surrounding zu machen. Schlimm, diese Systeme kosten sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel, wird verkauft, wird eingerichtet, unglaubliches Ergebnis und dann sitzt jemand mit der Maus dort und tut das Target verschieben. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, man hat ein sehr kompliziertes, teures System und verstellt dann per Hand die Position des Menschen. Und da frage ich immer, warum? Das ist nämlich der perfekte Einsatzzweck auch für ein Tracking-System. Vielleicht schafft man es dann auch einfach gewerkeübergreifend etwas zu integrieren. Weil wieso sollte ich meine Position nur für Licht benutzen? Wieso nicht auch gleich für den Ton? Warum auch nicht gleich für den Video? Ich kann Ihnen berichten, ich komme von Las Vegas. Dort hat eine neue Show, das ist so ziemlich die größte Show, die jetzt am Strip neu gekommen ist, Awakening aus dem Wynn, ist eine 360-Grad-Bühne mit einer Immersive-Sound-Anlage. Unglaublich kompliziert, unglaublich viel Technik darin, mit einem voll integrierten Sektrack-System. Ich selbst war im Sommer schon mal dort bei der Einrichtung, weil die hatten doch etwas, wie sage ich es jetzt charmant, sehr spezielle Anforderungen. Also die haben unser System wirklich an ein Limit gebracht mit über 600 Lampen, die dort gleichzeitig getrackt haben. genau diese Reaktion war es bei mir auch. Und sie haben total viel, weil wir eben nicht nur tracken können mit dem Funktracking, sondern jede Art von Tracking-Quelle, die uns eine Information schickt, umgehen können. Was heißt das? Wir haben dort von der Bühnenmaschinerie PSN-Daten bekommen. Das heißt, eine PSN-Quelle scheint dann in unserem System als Tracker auf und ich kann genauso auf diese Quelle dann eine Lampe assignen. Assignen meint, die dann hinscheinen zu lassen. Und dann sind plötzlich ganz unscheinbare Dinge, wie in dem Wind, wo dann plötzlich rundherum so Gesteinsbrocken auf Winden hinuntergelassen werden. Und jeder dieser Steinsbrocken hatte drei Moving Heads mit einem Gobo, was mit dem Steinbrocken mitgefahren ist. Jeder, der das schon mal versucht hat zu programmieren, ja, es geht. Es ist nur sehr aufwendig. Die Winde verfährt irgendwie anders und sonstiges und es ist schon vorbei. Das Timing stimmt nicht, brauche ich Ihnen allen hoffentlich nicht erzählen. Sie kennen alle die Probleme. Und dann entstehen solche Side-Geschichten, solche Side-Effekte, die einen einmal kurz nachdenken lassen, hey, wie geht das jetzt eigentlich? Dort in Summe gesprochen, ich habe es jetzt das erste Mal auch selbst gesehen, eine unglaubliche Show, wo sehr viel gleichzeitig passiert. Also man hat echt Schwierigkeiten, wenn man da das Zuschauer in dem Publikum drinnen sitzt, wo schaut man jetzt hin? Es passiert so viel gleichzeitig. Und es ist alles getrackt. Das heißt, das ist nie eine Flächenbrandsituation, das ist nie eine komplett aufgerissene Situation, das ist immer eine auf die Menschen bezogene Situation. Und das macht etwas mit dem Lichtdesign, was nicht möglich war. Weil stellen Sie sich vor, wir haben da auch Starlight Express gesehen,
kennen Sie alle, mit den Rollschuhfahrern in Deutschland, eine dauerhafte Installation. Die hatten vor dem Umbau, vor 5 oder 6 Jahren, ich glaube 6 oder 7 menschliche Verfolger, was wirklich viel ist. Das heißt, das war dann so, dass sie ihre Hauptakteure, oder waren es 8 Verfolger, diese acht Menschen konnten sie gleichzeitig mit einem Lichtkegel verfolgen. Mehr Platz war dort einfach nicht mehr. Auch wenn sie noch mehr haben wollten und jetzt dort, weiß ich nicht, 20 Verfolger mit einem Menschen hinstellen, der Platz wäre nicht da gewesen. Die haben dann den Schritt gemacht, Sektreck umgebaut. Nein, es hat keiner den Job verloren, weil das wieder jetzt gesagt wird. Die Leute sind jetzt in einem Rotationssystem und kümmern sich jetzt um Sektreck. Ja? Was passiert jetzt plötzlich? Wir hatten dann dort, das ist eine Pro-Installation, eine sehr große Installation, bis zu 40 Leute gleichzeitig mit einem Follow-Spot. Das heißt, die Show hat ganz anders ausgeschaut. Und ich spreche jetzt aber nicht mit einem weißen Follow-Spot von vorne, sondern vielleicht ein Aufheller, ein Backlight, ein Sidelight, was auch immer, gleichzeitig. Das macht eine Möglichkeit, die man ohne Tracking niemals haben könnte. Das heißt, diese Show, so wie sie ist, wäre nicht möglich. Wir sind mit Pro und Smart voll 3D-fähig. Das bedeutet, so wie wir es auch hier sehen, Szenen, wo mit Seilen gearbeitet wird, Bühnenelementen, wie auch immer, können in 3D getrackt werden. Sprich, das muss man nicht manuell machen. Irgendwer muss jetzt nicht manuell dort sitzen und irgendeinen Schieber bedienen. Das kann das System vollautomatisch. Das ist eine Limitation bei Mini, da ist das nicht möglich. Dass da noch ein paar Bilder entstehen. Mickey Mouse vom Disneyland Paris, die haben mit einem System angefangen und Disneyland verwendet jetzt simultan schon 3 Systeme in ihren Theatern. Einfach, um diese Flexibilität zu haben. Da gibt es einen ganz super jungen Lichtdesigner, der die erste Show mit Sektreck das kennengelernt hat, mit einer Demonstration, was kann das System, der uns da ziemlich aufgesprungen ist auf das Ganze. Der hat es wirklich verstanden, Sektreck-Tracking per se zu verwenden. Das heißt, es ist jetzt nicht nur mehr so eine Show, wo eine einzelne Person einfach aufgehellt wird, sondern die ganze Show basiert auf Tracking. Es passieren Kampfszenen, wie wir gerade vorhin im Video gezeigt haben, mit einer Art und Weise, ein Chaser hinten drinnen in 2 Lampen und leuchten auf die 2 Akteure. Das ergibt plötzlich ein Bühnenbild die in einer kämpfenden Situation, die nicht möglich waren. Und wir sind, wie ich erwähnt habe, nicht auf eine Lampe gebunden. Man kann einige Lampen einbinden und kann plötzlich ganz anders auch einen Fokus richten. Glauben Sie mir, das macht einen gewaltigen Unterschied, ob man mit einer Lampe ein Backlight macht oder plötzlich aus einem Fächer mit Beamlights den zusammenzieht auf eine Person. Diese Fokussierung auf eine getrackte Person, die Fokussierung auf einen Darsteller ist unglaublich, wie man damit, dass man das erreichen kann. Auch Marvel-Show im Disneyland Paris mit Kampfszenen, Spider-Man-Schwüngen etc. Bei dieser Show hat die Kylie Minogue auch ein Sektreck Pro-System, das war die Stadiontour, verwendet. Der Lichtdesigner hatte eine ganz klare und einfache Mission, sagt, es darf kein Foto entstehen, keines, wo kein Licht auf ihr ist. Das heißt, die hatte einfach rundherum immer eine Lampe auf sie drauf, mehrere. Und wie wir hier super sehen, das Konfetti stört ein normales Tracking-System wie unseres auf Radiofrequenzbasis nicht. Gut, dann ganz kurz zu unserer neuen Revolution, das Sektreck Mini. Wie wir hier sehen, in dem Raum ist jetzt ein Smart-System aufgebaut. Smart hat 8 bis 11 Antennen. Hier sind jetzt 8 Stück verbaut herinnen. Diese 8 Antennen werden mit einem Netzwerkkabel über PoE, also Power over Ethernet, verbunden. Das heißt, der größte Aufwand im Moment bei diesem System ist es, dort ein Netzwerkkabel hinzuverlegen und einzustöpseln. Danach, die Kalibrierung und Sonstiges, lade ich Sie dann ganz herzlich ein am späteren Nachmittag ab 16.15 Uhr, dass wir uns das gemeinsam anschauen. Unsere Idee war es jetzt, wir wollen das noch einfacher machen und wollen eigentlich die Kabel loswerden, ganz. Und mit Stolz darf ich Ihnen sagen, wir haben es geschafft. Das ist unser neues Sektreck Mini-System. Hier gibt es die sogenannten Mini-Anker, die Mini-Antennen, die jetzt kein Netzwerkkabel mehr brauchen. Die haben einen eingebauten Akku. Dieses System ist
für kleinere Applikationen gedacht und komplett wireless. Das bedeutet, man schraubt hier unten ein kleines Stativ drauf, stellt das auf, das war's. Hat einen Ladeport, das heißt, man kann es auch anstecken, direkt mit USB-C oder eben batteriebetrieben. Dann haben wir bei dem Smart-System einen kleinen Server, der steht hier unten in dem Rack, ist nur die Hälfte von 19 Zoll breit, eine Unit hoch, das ist bei unserem Smart-System. Bei Mini haben wir gesagt, na, eigentlich wollen wir das auch nicht mehr, wir packen das Ganze in einen Anker. Das heißt, so wie Sie hier sehen, die Smart-Anker ist bei Mini der sogenannte Master-Anker und hier haben wir den Server gleich mit eingebaut. Das heißt, dieses Gerät kommuniziert mit Funk zu seinen Receivern, zu den Antennen und zum Tracker. Dann haben wir uns auch noch überlegt, einen nächsten Schritt, das wäre doch super praktisch, gerade für Demonstrationen und sehr kleinere, vielleicht Einzelunterhalter, kleine Bands und sonstiges, wenn wir den Techniker, der das Lichtsteuerpult bedient, auch noch bei ganz kleinen Sachen gibt es oft keinen Techniker. Sprich, wir haben hier einen direkten DMX-Output draufgegeben. Das heißt, man kann ja auch direkt DMX rausfahren. Das bedeutet, ein kleines Setup, vielleicht mit zwei Moving Heads, wird hier direkt angesteckt und kann direkt Plug and Play nach geschätzten 5 Minuten verwendet werden. Aber das Produkt SecTrack ist auch hier integriert. Sprich, es gibt die gleiche Funktionalität. Man kann genauso hier mit einem Netzwerkkabel, PSN, OSC, StreamingSN oder Hardnet herausfahren. Das heißt, man kann ganz genau die gleiche Integration in der Konsole verwenden wie zuvor. Gut, wie spät haben wir es? Kurz haben wir noch. Gibt es Fragen? Wi-Fi 6 ist so eine lustige Geschichte. Wi-Fi 6 ist jetzt nach unseren Informationen mal jetzt plötzlich entstanden. Wi-Fi 6 und UWB, weil UWB ist auch standardisiert, kämpfen gerade darum, wer wie wo zertifiziert ist. Wi-Fi 6 hat jetzt noch diese Zertifizierung, soweit wir wissen, noch nicht zugelassen, genau. Und bis jetzt haben wir keine Störungen feststellen können. Da ist im Wi-Fi 6 ist, sind wir ja drinnen, genau. Die Bandbreite ist, wir fahren mit 6,2 bis 6,7, 500 MHz ist die Bandbreite. Nein, nein, das ist die Bandbreite von UWB, das ist die Idee dahinter. UWB Ultra Wideband benutzt so ein breites Band mit einem extrem niedrigen Energielevel und switcht dann automatisch in dieser ganzen Bandbreite immer die Übertragungsfrequenz. Deswegen kommt sich das mit Wi-Fi, die ja eine sehr kleine Bandbreite mit einer höheren Leistung hat, im Moment nicht in Quere. Genau. Sonst noch Fragen? Bitte. Mini. Bei Mini ist es so, Mini ist zweidimensional, weil, gibt es zwei Gründe. Erstens ist es beschränkt auf 6 Antennen. Wie wir ganz vorher am Anfang gesehen haben, brauchen wir für ein gutes, stabiles 3D-Tracking unterschiedliche Höhen von den Antennen, damit wir einen guten Schnittpunkt zusammenbekommen im Raum. Das heißt, wir würden bei Mini dann, damit wir das erreichen könnten, mehr Anker benötigen. Und das ist limitiert auf dieses System einfach, damit wir die Kabeln losgeworden sind. Sprich, 2D ist nicht ganz richtig, wir sagen bei Mini 2,5D dazu, weil die Höheninformation kann man über die Konsole mitprogrammieren zum Beispiel. Das heißt, auf einer flachen Bühne wird man das Licht meistens eh auf der gleichen Höhe brauchen. Wenn man dann irgendwelche Bühnenelemente hat oder sonstiges, kann dann der Programmer das auf einen Tempfeder oder sonstiges legen oder man programmiert es wie in einer Show mit. Aber nein, also eine 3, weil es einfach jetzt auf diese Systemgröße begrenzt ist. Wäre jetzt Spekulation, kann ich nicht beantworten. Bitte. Wieso, was spricht dagegen?
Ja, aber das müssen Sie Bregenz fragen, nicht mich. Naja, manuell mischen. Es ist so, wenn Sie wir sind kein Soundprozessor, ganz wichtig. Das heißt, wir könnten, wenn nur eine Information liefern, wo ist mein Künstler, das Soundprocessing muss sich dann darum kümmern, wie es die Lautsprecher ansteuert. Also das machen wir nicht. Das überlassen wir den Fachleuten. Warum Bregenz nicht Sektrack verwendet und das manuell macht, kann ich nicht beantworten. Das ist nicht in meinem Wissensstand. Ja? Aber natürlich, also so wie ich die Bregenzer Festspielbühne kenne, wäre das ein Pro-System dort, einfach von der Größe, wäre es realistisch, wäre durchführbar natürlich. Ein 3D-System braucht man, die haben normalerweise eine ziemlich schräge Bühne, was ich mich so erinnern kann. Das heißt, per se, warum sollte es nicht möglich sein? Wenn Sie das jetzt nicht wollen, kann ich Ihnen schwer beantworten. Was war die erste Frage, was es kostet? Das Minisystem liegt Listenpreis bei knapp 1990, also knapp 20.000. Das Smart-System liegt bei, ich muss jetzt lügen, ich bin vom Hersteller, nicht vom Vertrieb, irgendwo bei 45 Listenpreis. Bei Mini sind 5 Tracker dabei, 5 Targets gleichzeitig auf der Bühne. Ja und nein. Man muss eine Unterscheidung treffen, immer zwischen aktiven und inaktiven Trackern. Aktiv bedeutet zur selben Zeit auf der Bühne. Da ist es bei Mini auf 5 Stück limitiert. Und man kann aber inaktive Sender haben, zum Beispiel wechselnde Cast, wechselnde Schauspieler. Da kann man dann über die Konsole sagen, wer ist inaktiv und wer ist aktiv. Das heißt, das kann man mitprogrammieren. Der Switch dauert unter 5 bis 6 Sekunden. Das heißt, das ist auch noch relativ schnell sehr schnell zum Umschalten. Und dann sind inaktiv bis zu 60 Tracker möglich. Das ist beim Smart-System ist es so, da ist es verdoppelt. Das sind 10 aktiv und kann auch wieder 60 inaktiv. Die Anzahl der aktiven Trackern, wer sich da besonders interessiert, kann ich ein bisschen was Vertiefendes dann dazu erklären. Bei Smart kann man mehr Tracker für zum Beispiel Audio-Applikationen haben. Das hat etwas mit der Messrate zu tun, komme ich dann gerne näher auf Detailfragen zurück. Gut, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin heute und morgen noch den ganzen Tag da. Bitte kommen Sie mit Fragen und es gibt noch so viele Details und Sonstiges, wo ich keine Zeit hatte, das vorzutragen. Kommen Sie einfach auf mich zurück. Ich freue mich. Danke.